Wie befülle ich ein PCP-Luftgewehr? Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ja, bevor ihr jetzt gleich wieder abschaltet und sagt, auf das Thema habe ich jetzt mal überhaupt keinen Bock. Ich kann euch versprechen, ich versuche das mit so einfachen Worten und so unkompliziert wie irgendwie möglich zu erklären. Wichtig ist mir, dass ihr am Ende des Videos Bescheid wisst, wie ihr ein Pressluftgewehr bzw. andere Hochdruckkartuschen befüllen könnt, welche Optionen es da gibt, was die günstigste Möglichkeit ist, was die mobilste Möglichkeit ist und auf was man einfach achten sollte. Ja, ich wurde in den letzten 5 Jahren, seit ich die Videos mache, oder sogar schon ein paar Monate länger, wurde ich sehr, sehr oft gefragt, wie man das denn am besten angehen soll. Und nachdem ich beantworte wirklich jede Frage super gerne, also wenn ihr welche habt, schickt sie mir am besten per Mail oder über meine Website ergandi.de oder schreibt sie mir unter die YouTube-Kommentare, dann werde ich euch alles beantworten. Aber es gab halt eine Frage oder eine Art von Fragen, die immer und immer und immer wieder kam. Und da ging es einfach um das Thema, ich möchte mit einem Pressluftgewehr anfangen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich dazu brauche, wie das Ganze funktioniert, was es für unterschiedliche Möglichkeiten gibt, was das Ganze kostet und so weiter. Der Frage möchte ich heute auf den Grund gehen. Ich möchte all diese Fragen beantworten. Wichtig dazu ist, ich kann es nur immer wieder sagen, begleitend zu diesem Video, wenn ihr das jetzt zum Beispiel auf YouTube seht, findet ihr in der Videobeschreibung den Link direkt zu meiner Website. Da habe ich diesen Beitrag nochmal in Textform. Und vor allem, was der Vorteil ist, all diese Produkte und all diese Sachen, die man dafür benötigen könnte, sind dort verlinkt, dass ihr die ganzen Adapter findet und so weiter, weil sonst könnte es echt ein bisschen schwierig werden. Ja, das Video hat jetzt wirklich lange gedauert, bis ich endlich mal so weit war, dass ich das machen konnte. Was mir halt wichtig war, dass ich all diese Sachen zeigen kann auch, dass man da was versteht, weil in der Theorie von irgendwelchen Adaptern zu sprechen, ist halt ein bisschen kompliziert. Jetzt habe ich alles beieinander, hat eine Menge Geld gekostet, hat eine Menge Zeit gedauert, aber ich kann jetzt vollumfänglich über das Thema beraten. Und damit starten wir jetzt. Also, fangen wir mit der ersten Möglichkeit an. Oder, stopp, wir machen es nochmal anders. Ich spule nochmal ganz kurz zurück. Was gibt es für unterschiedliche Pressluftkartuschen? Also ihr müsst am Anfang mal darauf achten, ob euer System, also euer Gewehr, ein 200 Bar, ein zum Beispiel 232 Bar, ein 250 Bar oder ein 300 Bar Druckluftgewehr ist. Viele deutsche Luftgewehre, wie zum Beispiel Weihrauch, die neuen Dianas, Feinwerkbau, soweit ich, ja, Feinwerkbau, Anschütz, Steiersport und so weiter, die verwenden 200 Bar Druck in ihren Luftgewehren und dann gibt es zum Beispiel die Walter-Systeme, die haben 300 Bar. Bei zum Beispiel BSA weiß ich, dass es 232 Bar sind. Das ist einfach aus dem Grund wichtig, weil ihr dann danach euch entscheiden müsst, nämlich eine 300 Bar Befüllmöglichkeit, also sprich eine Pumpe, die 300 Bar schafft, eine Flasche, die 300 Bar schafft oder reicht mir die 200 Bar. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass man mit einer 300 Bar Flasche als Beispiel natürlich mehr, ich sag mal, Luftvolumen reinbekommt, um auch eine 200 Bar Flasche zu befüllen. Dazu sage ich aber später noch mal ein bisschen was dazu. Okay, also ihr wisst, ihr habt euch euer Traumgewehr ausgesucht, ist jetzt als Beispiel ein 200 Bar Diana P1000 Evo 2 Luftgewehr. Jetzt habt ihr die Möglichkeit und jetzt fragt ihr euch, ja, wie bekomme ich denn jetzt da Luft rein? Die erste Option ist zum Beispiel hier so eine Pumpe. Ich habe jetzt hier eine Pumpe von First Strike stehen. es hat sich ein bisschen was getan am Bild. Als ich gesagt habe, ich habe hier eine Pumpe von First Strike stehen, ist mir eingefallen, hey, du hast vergessen, die Gehmann-Pumpe dazu zu stellen. Ich zeige euch, wo die beiden sich unterscheiden. Die First Strike Pumpe hier ist eine, ja, eine relativ einfache Pressluftpumpe, wo man die Gewehre auch bis 300 Bar eben befüllen kann. Und diese hat halt Anschluss, einen Quickfill-Anschluss. Wenn ihr, ich kann die jetzt schlecht dahin halten, oder kann ich das? Ja, doch, machen wir mal. So, ihr seht jetzt, das ist ein Quickfill-Anschluss. Das ist die eine Möglichkeit von Anschlüssen oder Anschlusstypen, die ein Pressluftgewehr haben kann. Die andere Möglichkeit ist, das zeige ich euch auch gleich, weil ich so angesprochen habe, eine Pumpe mit einem 5/8 Zoll Innengewinde.
Als Beispiel, ihr habt eine Diana P1000 Evo 2, die hat einen Quick-Fill-Anschluss. Seid ihr hier mit diesem Anschluss dann richtig? Habt ihr jetzt zum Beispiel eine, ich hol's gerade noch schnell, so, da bin ich wieder, habt ihr jetzt zum Beispiel eine Kartusche von, das ist jetzt eine Steyr-Kartusche, die keinen Quick-Fill-Anschluss hat, sondern die eben einen herstellerspezifischen Anschluss hat. Diese passt jetzt zum Beispiel an dieses 5/8 Zoll Gewinde. Das möchte ich euch hier gerade nochmal zeigen. Das schraubt man hier rein und kann dann diese Kartusche mit befüllen. Das sind mal grundsätzlich diese beiden unterschiedlichen Anschlusstypen. Ich muss mal gucken, dass mir der Tisch steht ein bisschen schräg, dass mir nicht alles runterfällt. Diese, herstellerspezifischen Anschlüsse für dieses 5/8 Zoll Gewinde haben sehr, sehr viele Matchgewehre zum Beispiel. Also Anschütz hat es als Beispiel, Steyr hat es, dann andere Hersteller halt eben auch noch. Während, ich sag mal, ja, moderner kann man nicht sagen, aber immer gängiger wird eben dieses Quick-Fill-System. Jetzt gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dass ihr solche Kartuschen auch schon mit einem Quick-Fill-Anschluss bekommt. Ich werde euch später dann noch zeigen, wenn wir zum Thema Kompressor kommen, was natürlich ein Vorteil von einem Quick-Fill-Anschluss ist, beziehungsweise hier von so einer anderen Kartusche. Wenn ihr eine Kartusche habt, ähnlich wie diese, zum Beispiel von Steyr, und könnt ihr zum Beispiel zu Hause zwei Kartuschen auffüllen, fahrt zu einem Wettkampftag, schraubt die Kartusche rein und los geht's. Meistens hat man auf den Wettkämpfen dann auch eben Pressluftflaschen, aber da kommen wir dann später auch nochmal mit dazu. Okay, um wieder zurückzukehren, ihr merkt, ich springe ein bisschen. Es ist halt auch wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Thema und komplex. Aber ich mache am Schluss dann noch eine schöne Zusammenfassung. Ich will nur alles mal gezeigt haben. Also wir haben gelernt, es gibt eine Pressluftpumpe mit Quick-Fill-Anschluss. Bei der Diana P1000 Evo 2 geht man einfach her, steckt diesen Quick-Fill-Anschluss von unten ins Gewehr und pumpt sich seine 200 Bar rein. Dann gibt es andere Gewehre, andere Quick-Fill-Anschlüsse. Jetzt zum Beispiel gibt es die auch, ich weiß, dass es die auch von Steyr gibt, ich weiß, dass es die auch für Anschützluftgewehre gibt, ich weiß, dass es die auch für Weihrauchluftgewehre gibt und noch ganz, ganz viele andere. FX hat zum Beispiel auch diesen Quick-Fill-Anschluss. Da ist es dann so, dass man einen dem Gewehr beiliegenden Adapter bekommt und dieser passt dann, ich zeige es dann, wenn ihr Fotos sehen wollt mit Nahaufnahmen, guckt einfach bitte auf ergandi.de. Diese könnt ihr dann einfach hier in diesen Quick-Fill-Anschluss reinmachen, steckt diesen Adapter dann in das Gewehr, in die Kartusche letzten Endes rein und pumpt ihr euch auf die vorgesehenen Druck halt eben auf. Ja, was ist der Vorteil von einer Pumpe? Eine Pumpe hat natürlich den großen Vorteil, ihr seid mobil. Es ist der günstigste Einstieg in die Möglichkeiten, wie man Pressluftgewehr befüllen kann. Und ja, ihr könnt es halt mit hinnehmen und ihr braucht weder Strom, noch müsst ihr irgendwo die immer wieder befüllen lassen. Der Nachteil natürlich ist, ihr braucht ein bisschen Schmackes in den Armen. Also das heißt, wenn ihr euch die Kartusche aufpumpt, zum Beispiel während einer Schießsession oder während eines Wettkampfes oder sonst irgendwas, dann habt ihr natürlich erstmal ein bisschen den erhöhten Puls, dass ihr danach nicht gleich wieder direkt loslegen könnt und schießen könnt. Deswegen finde ich es praktisch, wenn ich, also ich habe ja auch mit der Pumpe halt eben angefangen, boah, mir wird's warm, und habe letzten Endes immer am Ende einer Schießsession meine ganzen Kartuschen aufgepumpt. So habe ich dann am Schluss nochmal ein bisschen Abschlusssport gemacht und habe dann beim nächsten Mal, wenn ich wieder das Schießen angefangen habe, hatte ich eine volle Kartusche und musste mich nicht erst verausgaben, sondern konnte schießen und habe dann wieder am Ende meine Kartuschen wieder aufgefüllt. So habe ich das mit der Pumpe gehandhabt. Was noch zu erwähnen wäre, es gibt, die verlinke ich auch auf meiner Website in dem Beitrag, es gibt zum Beispiel von Hill gibt es noch eine Pumpe, die hat so einen Trockenfilter drin. Das heißt, die Luft, die die Pumpe verwendet, also die normale Umgebungsluft,
ist natürlich immer ein bisschen feucht oder kann ein bisschen Feuchtigkeit drin sein. Wenn ihr dann eine Pumpe verwendet, die das direkt ins System reinpumpt, kann es irgendwann zu Korrosion und ein bisschen zum Belag von diesen Metallen in dieser Kartusche als auch im System kommen. Wenn ihr eine Pumpe verwendet, die so ein Trockengranulat drin hat, dann ist eben die Luft halt eben ganz trocken, was diese Korrosion dann eben verhindert. Allerdings muss man halt sagen, dass solche Pumpen dann gerne gleich mal mit 250 Euro zu Buche schlagen, während man, ich verlinke sie euch auch, zum Beispiel eine Diana-Pumpe, was aus meiner Sicht der unterste Einstieg ist. Ich selbst stehe nicht auf irgendwelche No-Name-Chinesen-Sachen, die man bestimmt für 40, 50 Euro kriegt. Ich gebe dafür keine Garantie, finde ich nicht gut. Ich finde ein geprüftes Produkt hier, letzten Endes, das dann 120 Euro kostet, sollte einem der Einstieg in die Pressluftgeschichte schon wert sein. Okay, so, jetzt hätte ich eigentlich erstmal eine kleine Atempause benötigt, aber ich mache jetzt mal weiter, dass das Video nicht zu lang wird. Thema Pumpe ist abgehandelt, zweites Thema ist die Option Flasche. Hier müsst ihr erstmal zwischen verschiedenen Größen unterscheiden. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel eine 5-Liter Flasche, es gibt sie noch als 6 Liter, als 10 Liter, als 20 Liter, das sind jetzt die bekannten Größen oder die gängigsten Größen, sage ich mal. Der Vorteil von einer kleinen Flasche ist natürlich, sie ist mobil, das heißt, ihr geht raus auf den Schießplatz, könnt euch die 5 oder 6 Liter Flasche, obwohl sie auch schon ein paar Kilo wiegt, einfach in den Kofferraum legen und die hat oft einfach noch so einen Schutz hier oben dran, dass sie umfällt, dass das Ventil und so weiter nicht beschädigt werden kann, weil eine beschädigte Pressluftflasche geht richtig, richtig übel ab. Also auf YouTube könnt ihr euch Videos angucken, wo die einfach durch Mauern durchgeht und alles Mögliche, wenn halt oben dieser Kopf hier abgeschlagen wird. Ich will euch jetzt überhaupt keine Angst machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist sehr, sehr bis gar nicht, sehr, sehr gering bis gar nicht vorhanden. Aber nur, dass man weiß, dass man hier ein Produkt halt eben hat, auf das man ein bisschen Acht geben sollte. Pressluftflaschen sind im Normalfall genau 10 Jahre haltbar. Also sprich, die sind TÜV geprüft. Meine steht jetzt hier 2028 drauf. Solange darf ich die noch verwenden. Und danach muss man die halt eben letzten Endes entsorgen, beziehungsweise hat keine Garantie mehr oder darf die eigentlich nicht mehr befüllen. Pressluftflaschen gibt es als 200 und 300 Bar Fülldruck letzten Endes. Was würde ich nehmen? Also, natürlich denkt ihr euch, okay, ich habe ein 200 Bar System, nämlich eine 200 Bar Flasche. Hört sich erstmal logisch an, ist auch so, sage ich mal, ich glaube, die ganz offizielle Empfehlung. Bei den Wettkämpfen habe ich kennengelernt und auch, wenn man sich mit anderen Schützen unterhält, die meisten verwenden einfach eine 300 Bar Flasche, weil wenn ihr aus einer 200 Bar Flasche 10 Füllungen rausmacht, habt ihr meinetwegen noch 190 Bar oder 180 Bar drin. Das heißt, ihr kriegt euer Luftgewehr maximal bis 190 oder 180 Bar dann halt eben voll, weil halt eben der Ausgleich zwischen den beiden Druckkammern halt letzten Endes dann gleichmäßig ist. Das heißt, ich bin hergegangen und habe mir eine 300 Bar Flasche besorgt und fülle damit meine 200 Bar Luftgewehre auf. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt so eine Brücke einbauen, die dann wirklich das sauber auf 200 Bar adaptiert. Ist schweineteuer. Ich bin hergegangen und habe auf Empfehlung mir... wieder dran bauen. Ich bin hergegangen und habe mir auf Empfehlung einen 200... Gleich geht's weiter. Habe mir einen 300 Bar auf 200 Bar Adapter besorgt. Also hier, stopp. Hier wird in die 300 Bar Flasche der Adapter hier oben reingeschraubt. Das 300 Bar Gewinde ist ein längeres 5/8 Zoll Gewinde, das 200 Bar ist ein kürzeres 5/8 Zoll Gewinde. Das heißt, das Gewinde ist das gleiche, es kommt nur auf die Tiefe halt eben an. Das heißt, ich schraube hier oben auch den Adapter auf ergandi.de, den Link dazu. Ich schraube hier oben in diese 300 Bar Adapter, schraube ich diesen Adapter auf 200 Bar rein. Dann gehe ich her, schraube auf diesen Adapter zum Beispiel hier mein mitgeliefertes Steyr Füllstück rein, schraube die Kartusche rein, drehe die Flasche vorsichtig auf. Da müsst ihr dann natürlich drauf achten, weil wir hier letzten Endes 300 Bar haben, die wir hier in die Kartusche reinschießen könnten. Da die aber nur bis 200 Bar zugelassen ist, ist hier ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Das heißt, man keine Angst davor haben, aber man darf halt nicht wie ein Schmied aufdrehen und Gummi geben und irgendwie sich in den Nachbarraum begeben, weil dann fliegen die Fetzen. Also das heißt, man geht vorsichtig hin, befüllt die auf 200 Bar. Das könnt ihr immer an den
Jetzt seht ihr das, an den Manometern könnt ihr das ja beobachten. Füllt die bis zu diesem Strich halt eben und schon ist alles im grünen Bereich. Ihr habt eure Kartusche voll. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ihr wollt mit Flasche befüllen, habt aber einen Quickfill-Anschluss am Gewehr. Das heißt, was wir gelernt haben, entweder ein Loch, wo dieser Adapter reinpasst, der mitgeliefert wird bei eurem Gewehr. Oder, wie ihr hier seht, diesen direkten Quickfill-Anschluss wie bei der PA-1000. Ja, was könnt ihr dann machen? Auch dafür gibt es eine Lösung. Und zwar gibt es einen Adapterschlauch. Natürlich, ergandi.de, auch diesen verlinke ich euch dort. Und zwar hat er hier dieses 5/8 Zoll Gewinde, das wir... wir sind bei dem Thema Flasche, Entschuldigung. Das wir hier einfach in diesen Adapter reinschrauben. Und schon haben wir auf diesen Quickfill-Anschluss adaptiert. Und dann könnt ihr den ins Gewehr stecken oder ihr könnt den zugehörigen Adapter hier einfach reinstecken. Und schon habt ihr die Möglichkeit gefunden, von einem 5/8 Zoll 300 Bar Gewinde auf euren 200 Bar Druckluftgewehr mit Quickfill zu adaptieren. Das wäre jetzt die nächste Möglichkeit gewesen. Solltet ihr zum Beispiel ein Walter-System haben, also ein Walter von diesem, ja, ich sag mal, diesem Matchluftgewehren oder so, dann habt ihr ja sowieso ein 300-Bar-System. Das heißt, ihr könnt euch diesen Adapter sparen und könnt die Kartusche hier direkt auch an diese Flasche dran schrauben. Da ich jetzt die ganzen Sachen hier so schön stehen habe, würde ich ganz gerne euch den Kompressor am Ende zeigen, weil den Kompressor schaffe ich leider nicht noch hier auf den Tisch zu stellen. Der ist ein bisschen groß mit einer Wasserkühlung. Ihr könnt euch natürlich auch wieder die Fotos anschauen und wir gucken uns den Kompressor am Ende des Videos einfach nochmal an. Ich möchte jetzt ungern unterbrechen und das ganze Gerödel hier dann stehen lassen. So, Vorteil von der Flasche, ihr seid mobil. Es ist die schnellste Möglichkeit, eine Kartusche zu füllen, weil theoretisch aufmachen, zumachen ist die Kartusche voll, weil da wirklich richtig, richtig Druck drauf ist. Ein Nachteil ist, sie ist preislich natürlich um einiges höher, als wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Pumpe verwendet. Also da liegt man mal schnell bei 250, 300 Euro bei einer Flasche. Wenn ihr eine 20-Liter Flasche nehmt, geht das Ganze natürlich noch ein bisschen weiter hoch. Also eine große Flasche wie eine 10-Liter Flasche oder eine 20-Liter Flasche empfehle ich euch einfach für zu Hause oder wenn ihr für einen Verein oder so, da kann man natürlich eine große Flasche hinstellen. Dann hat man viel, viel mehr Befüllvorgänge, bevor man halt eben diese Flasche wieder vollfüllen muss. Aber, genau, ihr habt es gehört, diese Flaschen müssen natürlich befüllt werden. Entweder habt ihr die Möglichkeit, euch einen schweineteuren Kompressor für 2.000, 3.000 Euro zu kaufen und die selbst zu befüllen. Die nächste Möglichkeit ist, in den Franconia-Filialen weiß ich, oder war es zumindest so, ich glaube es ist immer noch so, fragt es lieber an, habt ihr die Möglichkeit, eure Flaschen kostenlos befüllen zu lassen. Oder ihr habt einen Kumpel bei der Feuerwehr oder seid selber bei der Feuerwehr, dann könnt ihr diese in Füllstationen auch befüllen lassen. Oft ist es so, dass man eine Spende einfach an die Feuerwehr von 5 oder 10 Euro gibt. Die freuen sich dann drüber, befüllen dir die Flasche und du hast wieder was. Oder ihr habt die Möglichkeit, diese in einem Tauchshop befüllen zu lassen. Da sind die Preise auch zwischen 5 und 10 Euro im Normalfall. Oft ist nur leider das Problem, dass die nur die Möglichkeit haben, 200 Bar Flaschen zu befüllen und keine 300 Bar Flaschen. Also das heißt, fragt da auf jeden Fall zuvor an, bevor ihr mit eurer 20 Liter Flasche mit, keine Ahnung, 40 Kilo da anmarschiert kommt und die können sie dann nur bis 200 Bar befüllen. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Okay, das war das Thema zu den Flaschen. Jetzt kommen wir zu der dritten Option. Die dritte Option sind die Kompressoren. Bei den Kompressoren, ich kenne es nur so, habt ihr jedes Mal einen Schlauch dran. Stellt euch vor, das wäre jetzt ein Kompressor. Wir gucken uns gleich an. Und dieser hat einen Quickfill-Anschluss vorne dran. So, jetzt könnt ihr natürlich hergehen, könnt den Quickfill-Anschluss entweder wieder mit dem mitgelieferten Adapter oder direkt ins Gewehr am Gewehr anschließen. Sorgt dafür, dass der Kompressor genug Kühlung hat. Manche haben Luftkühlung, manche haben Wasserkühlung, wo man separaten Eimer dazustellen muss, dass das Wasser dann durch diesen Kompressor durchläuft. Zeige ich euch später auch. Ihr habt einen Quickfill-Anschluss, den ihr dann halt eben an eure Kartusche oder an euer Gewehr dann halt eben anschließt. Ja,
Was macht ihr jetzt, wenn ihr gerne einen Kompressor haben wollt, weil ihr, sage ich mal, immer zu Hause trainiert und den sowieso einen Stromanschluss immer in der Nähe habt, euch den Stress von der Flaschenbefüllerei sparen wollt und euch den Stress von Muskelkraft bzw. Pumpe sparen wollt? Das heißt, ihr habt ein Matchgewehr, das so eine Kartusche hat. Also das heißt, das über diesen mitgelieferten Adapter, der einen 5/8 Zoll Anschluss hat. Ja, da musste ich ein bisschen tüfteln. Und zwar schaut die Lösung so aus. Ich habe hier ein Adapterstück, das von Quickfill auf 1/8 Zoll adaptiert. Wichtig, ganz, ganz wichtig, ich habe nämlich zwei gekauft davon. Eines funktioniert nicht, weil bei dem einen, das ich hatte, war keine, ich hoffe, ihr seht diese kleine Scheibe. So, ihr seht zwischen diesem 1/8 Zoll und diesem goldenen, seht ihr eine kleine Scheibe. Das ist eine, Beilagscheibe mit einem Gummiadapter drin. Weil, wenn ihr natürlich hergeht und schraubt diesen separat erhältlichen 1/8 Zoll auf 5/8 Zoll Adapter mit diesem 1/8 Zoll Adapter auf Quickfill zusammen, dann und haut da 200 Bar durch, dann ist das hier die Schwachstelle, wo euch jedes Mal die Luft entweicht. Also bin ich hergegangen, habe im Internet weitergesucht und ich habe leider noch keine Quelle gefunden, wo man diese zuverlässig mit eben dieser Scheibe bekommt. Ich hatte Glück und habe auf Octrone einen Privatanbieter gefunden, der mir das Ding für 6 oder 7 Euro verkauft hat. Also das ist auch keine große Investition. Und schon durch diesen Gummi dazwischen und dieses Zusammenschrauben hat es geklappt, dass ich meinen Kompressor anschmeißen konnte. Habe hier an den Kompressoranschluss, wir simulieren das jetzt mal, das wäre jetzt der Kompressoranschluss, bin ich hergegangen, habe diesen Adapter angeschlossen. Das schaut jetzt nach einem ziemlichen Gewerch aus, aber wenn ihr das einmal beieinander habt, dann geht es schon. Dann habe ich diesen kartuscheneigenen Steieradapter drauf gemacht und habe dann die Kartusche dran gebaut. Und jetzt habe ich den Kompressor angeschmissen und habe die Kartusche auf 200 Bar gefüllt. Ja, leider habe ich jetzt noch keine andere Möglichkeit gefunden. Wenn jemand ein fertiges Teil dafür kennt, bitte informiert mich, packt einfach mal unten in die Kommentare rein. Dann verlinke ich das natürlich dann auch noch im Nachhinein auf meiner Website. Ich habe halt jetzt keine andere Möglichkeit gefunden, wie man das machen kann. Ja, was ist Vor- und Nachteile von einem Kompressor? Also ein Vorteil ist auf jeden Fall, ihr seid unabhängig von der Muskelkraft, ihr seid unabhängig von diesem Flaschenbefüllen. Nachteil ist, ihr seid überhaupt nicht mobil damit, weil ihr braucht ja einen Stromanschluss, um letzten Endes diesen Kompressor am Laufen zu halten. Also das heißt, auf dem Schießplatz fahren und dann nochmal Kartusche befüllen ist nicht. Das heißt, es ist wunderbar, so ein Teil, wenn man, ich sage mal, ein eigenes Haus bzw. einen eigenen Keller hat, weil noch ein Nachteil ist, dass das natürlich ziemlich laut ist. Also ich habe einen First Strike, den ich euch gleich zeige, der hat eine Lautstärke von 85 dB. Der macht schon ordentlich Dampf. Also ich habe den neulich abends mal angeschmissen und dann ist mein Sohn 2 Stockwerke war da unten aufgewacht und hat sich gewundert, ob das Haus zusammenstürzt. Ich wollte ihn eigentlich noch in dieses Video mit reinpacken. Ich konnte jetzt noch nicht mehr warten, weil er ist noch nicht da. Ich habe mir jetzt noch einen neuen von Hill bestellt. Der wurde dieses Jahr, also 2020, auf der SHOT Show vorgestellt. Das ist ein Kompressor, der ist leider mehr als doppelt so teuer, aber der hat den Vorteil, dass er keine separate Kühlung braucht, also keinen Wassereimer nebendran stehen, um den zu kühlen. Und der hat eine Abschaltautomatik, das ist auch noch was, wo man drauf achten kann. Mein First Strike hat es nicht. Und zwar, dass der Kompressor nicht unendlich Gas gibt und das Ding einfach bis 300 Bar befüllt, wenn es nur eine 200 Bar Kartusche ist, sondern dass er bei den eingestellten 200 Bar abschaltet. Hat jetzt meiner nicht, wenn man nebendran sitzen bleibt, geht die Welt nicht unter. Die Geschwindigkeit der Befüllung ist natürlich langsamer als bei einer Flasche, also da braucht, keine Ahnung, da müsst ihr einfach mal bei jeweils dem Kompressor gucken, für eine normale Kartusche zwischen 30 Sekunden und 6 Minuten, je nach Wertigkeit von dem Kompressor. Und ich wollte aber noch sagen, jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass der wirklich nur für zu Hause geeignet ist, aber da eine wirklich komfortable Befüllmöglichkeit. Ich mag es mittlerweile sehr,
Ich muss aber auch sagen, ich werde wahrscheinlich das Geld in den Hill investieren, weil der Hill nämlich nur 75 dB hat, das heißt 50% leiser ist als der von First Strike zum Beispiel und halt einfach nicht diesen separaten Wassereimer braucht. Der ist wartungsfrei, den schließt dann die Steckdose an und gibt halt Gas und dann habe ich meine Adapterbrücke für meine Steyr-Kartuschen zum Beispiel, wobei ich mir die Steyr-Kartuschen jetzt auch mit einem Quickfill-Anschluss bestellen werde, weil ich es einfach grundsätzlich das Komfortablere finde, einfach den einem Adapter reinzumachen und es dann halt eben zu befüllen. Ja, ich glaube, ich habe an alles gedacht, glaube ich. Soll ich noch eine Frage vergessen haben, bitte schreibt es mir einfach in die Kommentare unten rein, entweder unter YouTube oder am besten auf meiner Website, dass man da halt einfach noch eine Linksammlung mit eventuellen Produkten, die noch cool dafür sind, an die ich nicht gedacht habe, zu zeigen, dann können wir das halt einfach noch komplettieren. Das heißt, ich würde jetzt zu meinem Fazit kommen. Ja, mein Fazit. Wie handle ich das mittlerweile? Anfangs war ich der gesagt hat, boah, ich bin froh, wenn ich ein bisschen Sport machen kann und so. Wenn ich ein bisschen Power dafür aufwenden kann, schließlich ist Schießsport auch ein Sport. Mittlerweile bin ich 5 Jahre älter, bin etwas gemütlicher geworden. Ich bin von damals der Pumpe auf die Flasche umgestiegen. Und dadurch, dass ich dann halt immer auf Dritte weiterhin angewiesen bin, bin ich jetzt dabei angekommen, dass ich sage, meine perfekte Kombination ist eigentlich der Kompressor für zu Hause. Ich schieße 95% einfach zu Hause auf meinem Schießstand. In Kombination mit einer kleinen Flasche, die ich halt einfach mobil auf den Schießstand mitnehmen kann. Klar, wenn diese Flasche leer ist, muss ich wieder zu Franconia fahren, lasse ich mir kostenlos befüllen und dann ist auch wieder gut. Als Backup habe ich aber immer eine Pumpe, falls ich mal keinen Strom zur Verfügung habe oder einfach mal ein bisschen länger unterwegs bin und sage halt, ich kann es mir leisten, weil ich den ganzen Tag draußen am Schießplatz bin, dass ich zweimal zwischendrin aufpumpe, habe ich diese als Backup. Solltet ihr jemand sein, der wirklich voll aufs Geld gucken muss, der gerade im Pressluftbereich einsteigt und noch nicht wisst, ob es überhaupt euch taugt oder ob ihr überhaupt da mehr Geld rein investieren wollt, schnappt euch eine günstige Pumpe, schnappt euch zum Beispiel die Diana für 120 Euro, wenn ihr einen Quickfill-Anschluss habt, was ihr bei den günstigeren Gewehren normalerweise habt, seid ihr damit dann einfach durch. Wenn ihr ein Wettkampfschütze seid, der gerne Muskelkraft aufwenden will und keine Flasche haben will und auch noch Geld sparen will, kauft euch zum Beispiel diese Hill-Pumpe, die ihr auf der Website verlinkt seht, kostet 250 Euro, aber ihr seid vor Korrosion geschützt, seid nicht abhängig von den Flaschen und habt nicht das laute Geräusch von den Kompressoren bzw. die ganzen Adaptiermöglichkeiten. Solltet ihr sagen, euch kommt es auf absolute Geschwindigkeit an und auf Flexibilität, dann kauft euch eine Flasche, stellt euch unbedingt, wenn ihr eine große Flasche habt, befestigt die ordentlich an der Wand. Mit einer Kette habe ich das gemacht, dass die nicht umfallen kann, dass da einfach nichts passieren kann. Und besorgt euch noch eine zweite Flasche für unterwegs. Wenn ihr Connections zur Feuerwehr habt oder irgendeinen Tauchshop oder sowas in der Nähe habt, wo ihr die befüllen lassen könnt, dann seid ihr damit am besten aufgehoben. Wie gesagt, ich liebe zurzeit die Kombination aus Kompressor und meiner kleinen Flasche, die ich aber ehrlich gesagt sehr, sehr selten einsetze, weil ich dann einfach hergehe und sage, ich befülle zu Hause, bevor ich auf den Schießplatz gehe, mit dem Kompressor mein Gewehr, fahre los und wenn ich dann, keine Ahnung, 200 Schuss, 100 Schuss, 500 Schuss, je nachdem, wie viel Effizienz im Druckluftverbrauch euer Gewehr hat und befülle es dann nochmal mit einer Pumpe, mache eine kurze Pause, mache eine Trinkpause, gucke mal ein bisschen die Natur an und schieße dann weiter, dann ist es auch eine gute Kombination. Ja, ich denke mal, ihr seid jetzt so ein bisschen durchgestiegen. Ich hoffe, ich habe es erklärt. Ich hatte jetzt den totalen Redeschwall. Keine Ahnung, wie lange ich hier schon erzähle. Ich sehe das hier am Camcorder nicht. Nö, kann ich nicht sehen, wie lange ich hier schon laber. Ist auch wurscht. Ergänzend, wie gesagt, ihr findet jetzt eine ganze Menge Bilder bei mir auf der Website. Ihr findet das alles nochmal zum Nachlesen. Ihr findet Links zu den Produkten hier alles, beziehungsweise noch zu anderen Produkten, die ich dann halt einfach empfehlen kann, beziehungsweise und jetzt, wie versprochen, schnappe ich mir den Camcorder und würde einfach noch mal ganz kurz den Kompressor euch zeigen, wobei ihr den schon in anderen Videos im Einsatz gesehen habt und ihr werdet natürlich irgendwann noch ein Review drüber finden, aber dazu möchte ich ihn einfach mal ein viertelhalbes Jahr im Einsatz haben, um
den am Ende zu empfehlen oder halt eben nicht empfehlen zu können. Deswegen aus dem Bild verschwinde ich jetzt schon mal, deswegen verabschiede ich mich jetzt bei euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann irgendwie doch einigermaßen taugt. Und dann freue ich mich, wenn da meine Website abonniert. Demnächst gibt es was ganz Spektakuläres Neues von mir. Bitte schaut einmal die Woche mindestens auf meiner Website vorbei, weil so oft gibt es eine Aktualisierung, mindestens. Und dann verpasst ihr auch nichts. Ich danke euch fürs Zuschauen, bleibt mir treu, bleibt sauber, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus, sagt der Gandhi. Und jetzt gucken wir uns noch den Kompressor an. So, jetzt seht ihr hier nochmal meinen First Strike Kompressor. In dem Fall gibt es auch von anderen Marken. Dieser hat hier diesen Quickfill-Anschluss. Hat auch diese Entlüftungsschraube. Das habe ich noch vergessen, das hänge ich jetzt hier noch mit dran. Wichtig ist es immer, wenn ihr ein Gewehr oder ein Gewehr oder die Kartusche befüllt habt, schraubt sie nicht einfach ab unter Volldruck, sondern ihr habt sowohl an den Pumpen als auch hier an den Kompressoren habt ihr Luftablassschrauben. Und oft habt ihr diese auch an diesen Adaptern. Zum Beispiel, wenn ihr ein Anschutzgewehr habt, habt ihr eine Abluftschraube an dem 5/8 Zoll Gewindeadapter, dass ihr letzten Endes nicht unter Hochdruck letzten Endes diese Kartusche abnehmt, sondern dass ihr das Ganze erst entlüftet. Das schont einfach die Dichtungen. Hier seht ihr jetzt gerade mal, habe ich diese Pumpe, dieses Wasserbad letzten Endes, wo wir, diesen Kompressor dann runterkühlen. Ich werde euch natürlich dann auch den von Hill in Zukunft vorstellen. Und denke ich mal, solltet ihr vollumfänglich informiert sein. Und jetzt gibt es nochmal ein zweites Tschüss. Macht's gut, Leute. Servus.